Moin Leute, hier ist der Stefano, was geht? Wie ihr im letzten Video gesehen habt, haben wir mitbekommen, dass heute eine Dating-Show ist. Und da werde ich natürlich mitmachen. Und danke nochmal für die ganzen Aufrufe und Likes im letzten Video, Alter. Übrigens, falls du, genau du, Alter, ein paar Fragen an mich hast, also an Stefano, dann schreib's in die Kommentare. Und ich werde in jedem Video eine Frage von euch beantworten, Alter. Ja, und komm mir nicht mit irgendwelchen dummen Fragen wie Russland-Pimmel oder so. Stefano, was geht? Yo, Billy, ey, was geht denn, ey? Dieser Fernsehmoderator da, der hat mir was erzählt mit Schmerzensblatt und so. Weißt du, wo das ist? Ja, richtig. Wo das ist? Kennst du oben diese, hier ist noch so eine andere Bar, Kielala oder so? Ja. Das ist gleich daneben. Ja, okay, ich komm da jetzt hin, Alter. Und dann klär ich mir da ein paar Miezen, du. Ja, selbstverständlich, Stefano. Wenn ich du wäre, dann, Gott verfügt, darf ich dein Wingman sein und was lernen? Ja, natürlich, ich kann dir gerne was beibringen. Ich hab übrigens heute meinen Dienst verpennt. Bewerbungsgespräch da. Ja, was meinst du aber, wie viel Aufmerksamkeit du hast, wenn du zum Bewerbungsgespräch mit 7 Frauen kommst? Bist du auch da, oder was? Ja, ich geh jetzt rein. Ja, müssen wir was bezahlen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, dann du übernimmst mein Ding, ne? Okay, bis dann, bis gleich. Hey, da bist du. Was geht, ne? So, lass uns reingehen, hör. Lass rein, Alter, da. Schnell, sofort. Guck mal hier, die billigen Damen. Was ist im Weg, Gesindel? So, können wir mal rein hier, oder was hier, wie hier jetzt hier, du? Sind Sie Teilnehmer, oder? Was sind Sie? Ja, Teilnehmer, natürlich, du. Ja, ich bin aber auch Teilnehmer. Das klären wir sofort erstmal ab, alles, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Teilnehmer hier allgemein sind. Klären Sie das ruhig ab, ich möchte nur rein ein Wasser trinken. Was ist das denn für ein Indianer, Alter? Was ist denn für einer, Mann? Aus dem Weg, die Mädels gehören mir. Was? Die Mädels gehören mir heute, Alter. Was sind das für Haare überhaupt? Deine Haare hat deine Mama gemacht, oder was? Jetzt geh mir aus dem Weg, ich stehe nicht auf Männer. Ich stehe auch nicht auf Männer, mein Lieber. Ja, wobei, doch, ich nehme beides. Ich bin ein Bi-Menschen-Nutzer. Dann kannst du gerne den da hinten haben. Wir sind Indianer da. Hast du hier Connection oder was? Wo kommt doch an, wofür? Klemm mal, Alter, mir auch einen Platz. Fahr nur da. Leo-Hose. Und den hältst du dich. Gut, dann werden wir uns einen Ersatzkandidaten ranschauen. Jo, ich bin da Kandidat hier. Wir brauchen einen Ersatzkandidat. Vor mir, du mit deinem Spitzbart, du wolltest sowieso mitmachen, verdammte Scheiße. Genau. Kannst du? Natürlich, ich schnapp mir die ganzen Ladies hier jetzt, du. Okay, der braucht noch eine Kirschmaske. Ich fahr dann mal. Maske bitte ausziehen. Achso, jetzt schon oder was? Erst wenn ihr hinten im Backstage-Bereich seid, zieht ihr die Maske an. Ist das hier ein Backstage? Es gibt hier, glaube ich, kein Backstage. Da vorne ist die Bühne. Und außerdem, wenn du in irgendeinem Backstage-Bereich Alter, kommst, jetzt halt die Fresse, wo kommen die Teilnehmer hin? Das wird da alles noch gemacht, Mann. Ich weiß doch auch nicht. So, ich hätte gerne was zu essen und zu trinken, bitte. Schön. Ich dachte Ihnen, was kostet das? Geht aufs Haus oder was? Perfekt. Nein. Okay. Da bist du ja Kumpel. Jo, Billy, ey, bezahl mal mein Essen, bitte. Scheiße, wie soll dein Essen bezahlen, du kleiner Mutter? Eins gegen eins, mach dich fertig. Okay, wann willst du? Nach der Show. Okay, alles klar. Mach dich fertig. Okay. Ich ficke dich, Alter. Ja, hey. Kommt ihr beiden kurz mit hinter die Bühne? Und Herr Macareno. Alter, sind hier nur Vollidioten oder was? Einmal dieser Grünkopf und dann dieser Typ da. Hallo, ich bin Johnny. Wie heißt du? Stefano. Okay, sehr gut. Freue mich, dich kennenzulernen. Ja, mich nicht. Also hier nochmal für euch beide. Herr Stefano. Stefano, Mann. Du bist in der zweiten Runde dran. Tony, du bist in der ersten Runde dran. Die Himbeere ist in der ersten Runde dran und die Erdbeere in der zweiten. Und wie vergnügen Sie mich in der Zwischenzeit? Hinten sind Batterien, Mann. Boah, das kann ich auch. Und Platz da, Alter. Siehst du, Kühlkopf? So macht man das Arschloch. Mädels, wie sieht's aus, oder? Ja. Ihr seid noch den Sicherheitsdienst gerufen. Check, 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Soundcheck. Soundcheck. Scheiße, das ist mein Soundcheck. Soundcheck 2, ich hab einen besseren Soundcheck. Wee. Von rechts nach links. Das heißt, ich fange an. Das haben Sie gerade noch in der Kabine gesagt, Herr Manbo. Haltest. Hey, ich bin Erster. Yo, Billy, was hast du dazu, Mann, diese Klamotten und so? Du siehst super aus. Perfekt, ey. Ne. Ich läute nicht. Schmerzplatz. Bob Mambu mit dem ersten Folgeformat von Schmerzblatt. Drei Kandidaten können ein Schmerzblatt gewinnen mit einer jungen, attraktiven Dame. Schalten Sie also gleich wieder ein, wenn es heißt Schmerzblatt hier live auf CNT Love. Ja, Stefano, welch wichtig ist nur, dass wir diesen komischen Rothaarigen ausstechen. Wir teilen dann am Ende den Gewinn. Wir teilen uns die Mädels oder was? Kein Problem, ne? Und? Seid ihr schon aufgeregt? Nein. Nee, überhaupt nicht. Ich bin berühmt. Für mich ein Mädel, Alter. Komm, verschwinde jetzt hier. Du bist irgendein Mädel mit einer Erdbeere im Gesicht. Du kannst mir viel erzählen. Ihr süßen Boys. Wir begrüßen unsere Kandidaten. Kandidat Nummer 3. Wenn ich eine Voodoo-Hexe wäre und von jedem Kandidaten eine Voodoo-Puppe hätte, welche soll ich anzünden und warum nicht deine? Könnten Sie die Frage umformulieren, bitte? Von den Motherfuckern soll ich anzünden, Bitch. Kandidat 2 würde ich anzünden wollen. Naja, weil er halt da ist. Naja. Kandidat Nummer 2. Würdest du dir hier und jetzt ein Tattoo für mich stechen lassen? Und definiere Tattoo, also irgendwas Bestimmtes? Irgendwas, das dich an mich erinnert. Natürlich, das würde ich direkt machen lassen. Natürlich. Das war doch nur so dein Tätowiererin auf die Bühne. Kandidat Nummer 1. Wie kann man dir dein Herz am leichtesten brechen?
Indem man mir nett ist. Indem man nett ist. Unglaublich. Ach, da wird schon tätowiert. Mit diesen Bildern geben wir raus in die Werbung und sind gleich wieder für Sie da, hier bei Schmerzblatt. Bleiben Sie dran, bleiben Sie entspannt und rauchen Sie eine Redwood Red. Redwood Red, so gesund. Ich nehme 2 in den Mund. Bis gleich. Nicht so tief. Schicker Aufzug. Danke. Hat das dein Papi rausgelegt, oder? Ich glaube, seine Mutter, mein Papi, ja. Vielleicht deine Mama. Gott verfickt, ich bin 51 Jahre alt, stehst du auf so. Wie redest du über ihn, Alter? Der könnte dein Daddy sein. Alter, lass dich doch nicht dissen, mal gib ihn jetzt. Was denn für dissen? Wenn er meine Mami gut findet, ich kann es verstehen, ist eine heiße Lady. Sugar ja, das Mama. Stimmt, ich finde deine Mutter auch geil. Guck mal, wie er mit deiner Mama redet. Deine Mutter ist auch geil, was willst du denn überhaupt? Lass mich gar nicht darauf ein, wirklich. Ich nehme Kandidat Nummer 2. Unglaublich! Kandidat kann unterbrechen, die Kandidaten haben es rund 2 Herzen gebrochen. Was geht da, Baller? Verdammt, halt er ins Mikrofon. Kandidat Nummer 3, den Wundbrechen, die Herzen gebrochen. Hilf mir aus der Maske. Warte mal, ich kann das klären. Das ist eine Wundertüte, du kannst schon überlegen, ob du das nicht aufmachst. Warte, geh mal weg da. Soll ich? Ich mach die Maske kaputt. Anders können wir die nicht rausholen. Oh, Alter! Hey! Hilfe! 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 Will viel Schmalz, viel Emotionen. Herr Menbo, ich hab mir das überlegt, ich will die gar nicht. Ich, wenn es nicht zu gewinnen gibt, warum sollte man sich dann zu irgendwas motivieren? Es gibt was gewinnen. Draußen stehen 2 dicke, fette, getunte Autos. Die oh, Alter, jetzt mach mal die Linie. Scheiß auf die Lady, let's go! Ja, ich schwör's dir, Mann. Ach, zuckersüß sind sie nicht. Halt's Maul. Warte mal, liegt das an ihr, wer das Auto gewinnt? Mach dir keine Sorgen, wir teilen das. Boah, ey, du bist die Hübscheste, weißt du das? Ich bin reich, sag, ich bin reich. Du bist reich. Oh ja, ich bin reich, Baby. Gut, wir gehen jetzt gleich auf Sendung und dann geht's los. Schmerzplatz. Kandidat Nummer 2. Ich bin jetzt dran. Los, jetzt doch, los, raus, raus, raus. Kandidat Nummer 2. Wintermantel, Jacke. Okay, das ist eine Kombination, die habe ich so noch nicht gesehen. Ein sehr, sehr sportlicher Kandidat. Kandidat Nummer 2. Sind Sie bereit, dass Ihr Herz gebrochen werden kann? Natürlich bin ich bereit, Alter. Ey, was ist mit meinem Mikrofon hier los? Hauen Sie einmal dran. Hallo, Test, perfekt. Haben Kandidat Nummer 3. Sind Sie bereit, die Dame zu erobern und den anderen Kandidaten Schmerzen zuzufügen? Selbstverständlich, immer mit dem Flow. Baby, baby. Frau Erdbeer auf die Bühne bitten. Kandidatin Erdbeere. Ja. Was sagen Sie zu dem Fangen wir an bei Schmerzblatt. Wie ist die erste Frage an Kandidat Nummer 1? Nummer 1. Weißt ja, ich bin die allerweltsbekannte Schauspielerin und Model. Und ich arbeite im medialen Erwachsenenbusiness. Wie also meinst du, kleine Schabe mit kleinem Stiepel, mir gerecht werden zu können? Das ist ganz einfach. Ich mach die Pornoseite zu. Ich möchte Ihnen was sagen. Ich bin die Person, die Ihnen das Herz brechen wird. Und ich möchte wohl anmerken, dass ich bald einen 7-stelligen Dollarbetrag von einem Onkel erben werde und Ihnen davon nicht einen einzigen Cent abgebe. Wissen Sie warum? Weil Sie es nicht wert sind. Das Freunde, was machen die hier? Hey, Melbo, jetzt seid verdammt leise! Ich will euch das was sagen. Was ist das hier? Eine Show? Natürlich, wir sind hier bei Schmerzblatt. Oberflächlichkeit! Es geht um Charakter! Stopp! Halt mal die Schnauze jetzt! Gott verfickt! Oh mein Gott, bist du es wirklich? Heirate mich, heirate mich! Oh mein Gott, Security! Nein, heirate! Ich will sie einmal! Ey, was soll die Scheiße? Die Teilnehmer bitte kurz in den Backstage-Bereich aus. Gehen Sie bitte einmal in den Backstage-Bereich. Mann, Alter, geht. Ich will ein Auto gewinnen! Alter, willst du mich verarschen oder was? Du wolltest. Hey, ganz ruhig, ja? Wie zivilisierte Leute! Was ist zivilisiert? Ich will ein Auto gewinnen, Alter! Ey, aus! Verdammte Scheiße. Herr Laster, verdammte Scheiße, wenn Sie mir nochmal die Aufnahme versauen, ersetze ich Sie durch eine Kartoffel. Gut, ich bin ruhig. Wir fangen dann einfach nochmal bei Ihnen an, Miss Erdbeere, dass Sie Kandidat 1 nochmal Ihre Frage stellen, okay? Erklären Sie mir, Herr Romeo, Herr Kirschen-Romeo. Verdammte Scheiße, wir sind noch nicht auf Sendung. Verdammte Axt, Mann, mach die scheiß Kamera an. Wie lautet die erste Frage an Kandidat Nummer 1? Ich bin berühmt und wie meinst du, kleine Schabe, mir mit deinem Schniebelchen gerecht werden zu können? Nun, Lady, nicht mal ansatzweise. Sie werden immer über mir stehen. Alleine, weil sie schon im Samenroulette gewonnen haben. Jegliches Attribut gilt auf 100. Wie wird sich Kandidat Nummer 2 mit folgender Frage schlagen? Kandidat Nummer 2. Wenn ich dir nach unserer teuren, sehr teuren Heirat sage, dass das alles nur für den Fame und den Bitchy Bling Bling war. In welcher Währung möchtest du mich dann bezahlen, um aus dem Hochzeitsvertrag rauszukommen? Würde dir auf die Fresse schlagen. Unglaublich! Mon Dieu, Mon Dieu. Aber, Moment! Sie ist reich, wissen Sie. Weil sie reich ist, darf sie mich mit ihren Geldscheinen verprügeln.
Ich will das Auto gewinnen. Was haben Sie für eine Frage für Kandidat Nummer 3? Nummer 3, der Herr in dem netten Pyjama mit den Wanderschuhen. Ha, nehmen wir mal an, ich hätte wirklich einen absoluten nervigen Bruder. Was würden Sie unternehmen, um mich vor ihm zu schützen, damit ich endlich meine Ruhe bekomme? Baby, ich bringe ihn für dich um die Ecke. Ah, kein Problem. Und dann machen wir in der Ecke rum. Yeah, yeah, auf deinem Bruder. Runde Nummer 2. Wie ist Ihre Frage an Kandidat Nummer 2? Der Herr mit dem netten Pelz meinte, Sie sehen aus, als würden Sie Beauty-Produkte vertreiben. Wie helfen Sie mir, meine Zellulite zu besiegen? Bett. Also sehr primitiv, möchte ich Ihnen nochmal sagen. Ich will das Auto gewinnen. Nummer 3. In Ihrem Zimmer hängt garantiert doch ein Poster von mir. Was würden Sie mit diesem Poster machen? Haben Sie schon mal beglückt? Wissen Sie, ich habe leider kein Poster an meiner Wand, denn ich bin über 14. Fangen wir mit Kandidat 1 weiterhin an, in der zweiten Runde. Wenn mir beim nächsten Dreh auffällt, dass es Zeit für einen neuen Lover wäre, wie würdest du mich überzeugen, dich nicht auszutauschen? Ich muss Ihnen leider sagen, dass ich in solch einer Branche nicht ansatzweise Erfahrung gesammelt habe. Deswegen, dass ich vor lauter Aufregung nur den Seestern machen würde. Unfassbar. Finalen Fragerunde und dann werden wir feststellen, wer wird das Schmerzblatt? In diesem Sinne nochmal eine kleine Commercial-Werbung und wir geben kurz raus. Bis gleich. Redwood. So gesund. Ich nehme 2 in den Mund. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Herzlich willkommen bei Schmerzblatt. Kandidat Nummer 3. Was würdest du mit mir unternehmen wollen, wenn du den Hauptgewinn ziehen würdest? Also mich heute Abend. Scheiße, ich würde mit dir direkt zum nächsten Club fahren und dann würden wir erstmal ordentlich abtanzen, Lady. Du weißt schon, die heißen Moves, Baby, Baby. Kandidat Nummer 1, bitte. Nummer 1. Ich möchte dich natürlich auch fragen, ob du dir heute für mich ein Tattoo stechen würdest. Klar, natürlich. Nummer 2. Weißt du, ich bin eine außerordentliche Frau und Fashion ist mein Leben. Würdest du für mich für den Rest deines Lebens pink tragen? Also, wenn ich das Auto gewinnen will und ja, also ich würde pink tragen, ja, kein Problem. Er würde pink tragen, sein Leben lang. Auch die Unterwäsche. Ja, sieht ja eh keiner, du Idiot, also ja. Verehrtes Publikum, wir gehen jetzt in die finale Folge. Rutschen Sie mal ein Stück zur Seite. Ja, mach mal Platz. Ich habe kein Mikrofon, mach mal Platz. Mach mal Platz. Fick dich. Kandidat Nummer 2, hinter die Dame bitte einmal. Okay. Der Kandidat. Also wieso darf er hinten? Oh, das Mikro. Unsere wunderbare Miss Sherry mit der Zusammenfassung. Bitteschön. Danke, Bob. So, liebe Erdbeere, wer soll nun dein Schmerzblatt sein? Ist es Kandidat Nummer 1, der immer Vorbereitete, der genau weiß, wie er ihnen den Honig ums Bärchen schmiert und dabei den Seestern dazu holt? Er zählt zu den Stechern und liest ihnen jeden Wunsch von den Lippen. Oder ist es Kandidat Nummer 2, der sportliche Technikschlumpf, der einen Hang zu Gewalt hat, wenn es nicht ums Geld geht, der auch im Bett gegen Zellulite kämpft und auch mit erotischem Pink für sie punktet? Oder ist es Kandidat Nummer 3, der behaarte Grizzly mit dem Flow, der gerne um die Ecke geht zum heimlichen Turteln, der auch über 14 ist und gerne Füße an seiner Haut spürt, auch bei heißen Moves. Jetzt musst du dich entscheiden, liebes Erdbärchen. Wer soll es sein? Wie ihr natürlich alle wisst, ich muss quasi hinter die nächste Hauswand klettern, um mit wem rumzumachen. Und ich liebe reife Männer. Nehme den Kandidaten Nummer 3. Kandidat 1 und 2 wurde soeben das Herz gebrochen. Amalia, ich liebe dich. Ich will dir mal sagen, dass ich dich liebe. Vergiss irgendwie den Schiff. Alter, was ist das für eine Bitch, ey? Der mit den blonden Spitzen. Bitte, Kamera. Ich wollte das Auto gewinnen. Ich liebe dich. Bist du scheiße? Ich liebe dich, Amalia. Ich sag's dir nicht. Scheiß drin. Du bist gar nicht reich. Was ist das für eine Scheiße hier? Mach Platz jetzt hier. Halt's Maul, Alter. Mach Platz, du Verlierer. Ich hab gewonnen. Ey, wir wollten noch teilen, oder nicht? Ja, wir machen das nach dem Dings. Was? Das ist eine Verschwörung. Hast du diesen Asiaten gesehen, der mitgemacht hat? Leslie Chang, meinst du? Sag ihn, ich warte hier draußen auf ihn. Hallo? Auf dich habe ich gewartet, mein Freund. Komm mal mit. Und du bist sicher, dass du das willst, dass du von mir verprügelt werden willst, mein Lieber? Du bist unbedingt auf die Fresse, unglaublich, unglaublich. Was machst du da? Kurz geklärt, fertig. Hilfe! Notfall! Schnell! Wir brauchen einen Krankenwagen! Ich bin Doktor. Du bist Doktor, perfekt, er ist irgendwie... Ja, ich bin schon... Ich ruf schon an, warte. Ja, mach das, ne? Ich muss aber auch jetzt los, ne? Kann ich ihn überfahren? Kannst du ihn noch retten danach? Nein.